begrüßen euch herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es ist wirklich ein Unterschied, ob wir nach oben schauen oder ob wir nach unten schauen. In Psalm 121, da steht: Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Unterschied, dass wir auf Jesus schauen. Und welche Perspektive hast du? Ja, Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Auf welche Perspektive, aus welcher Perspektive lebst du dein Leben? Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, aus welcher Perspektive lebst du dein Leben? In Johannes 17, Vers 23 heißt es: Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. So hat Jesus zu Gott gebetet: Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Das Bleiben, das ist eine Tatsache, das ist Gegenstand, das ist da, das ist nicht ein es wird einmal oder es wird immer besser, sondern er hat gesagt, ich bleibe. Wenn wir Christ werden, Jesus annehmen, dann haben wir Anteil an der Erlösung und die ganze Erlösung, nicht teilchenweise und immer bessere Erlösung, sondern sofort haben wir Zugriff zu allem, was Jesus für uns getan hat. Wir kennen das Beispiel aus der Bibel von dem verlorenen Sohn, heißt es. Ich finde, die Überschrift ist nicht ganz das, was es eigentlich ausdrückt, sondern beide Söhne, es waren zwei, haben eigentlich einen Fehler gemacht. Der eine hat das Erbe genommen und ist davon, hat alles ausgegeben, ist bei den Schweinen gelandet. Das sagen alle, ja, er hat es falsch gemacht, er hat gesündigt und tralala. Der zweite, der war brav zu Hause, hat sich aber immer beklagt, dass er das nicht und jenes nicht und du gibst dem anderen Sohn das und der darf das und der darf jenes. Und der Vater hat gesagt, du warst da, warum nimmst du nicht das, was ich bereitgelegt habe? Also beide haben Fehler gemacht und die Fehler sollten wir nicht machen. Der Vater hat uns vergeben und alle sind gleich, ob jetzt du in Anführungszeichen von den Schweinen kommst oder nur irgendwo als tatenloser Christ irgendwo gelebt hast, das sind wir alle gleich. Gott hat uns vergeben. Aber wichtig ist, dass wir, wenn wir Vergebung haben, nicht immer die Vergangenheit analysieren und die Probleme analysieren. Und ich sag dir, entdecke das, mach's wirklich zu deinem Abenteuer. Entdecke das, was er alles für dich bereitgelegt hat. Und es ist wirklich ein Entfalten der Wahrheit Gottes, dass du täglich was entdeckst, was er Gutes für dich getan hat. Und nicht nur getan hat, sondern tut, was er für dich bereitgelegt hat. Habe wirklich das vor Augen und hab nicht immer so die Umstände vom Alltag und die Vergangenheit in deinem Gedächtnis und das und jenes und das ist schlecht und das wird schlechter und so weiter, sondern habe Freude an dem, was du mit Gott heute erlebst, was du morgen erlebst. Danke, Herr, dass wir mit dir wunderbare Dinge erleben dürfen und dass du, Herr, dass wir einen Schluss machen dürfen mit allem Vergangenen, auch jeden Tag abschließen dürfen mit den Sorgen und Problemen von einem Tag. Ich danke dir dafür, dass wir hinausblicken dürfen auf den nächsten Tag der neuen Möglichkeiten, Herr, der Entfaltung deiner Wahrheiten. Ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass wir uns freuen dürfen, dass so viel für uns bereit liegt, dass wir erforschen dürfen und nehmen dürfen und mit dem auch leben dürfen. Amen. Und ich sag dir, wenn du jetzt live mit uns diese Sendung siehst, dann ist der Chat offen und dann kannst du in den Chat schreiben und schreib uns doch mal, auf was du dich freust. Es würde uns interessieren. Und wir beten auch wieder für Menschen, die uns ihr Anliegen gesandt haben. Hier geht es um die Bitte, um Gebet für den Schwiegersohn, um vollkommene Heilung. Bitte beten Sie mit unserer Familie um die Heilung unseres Schwiegersohnes von der Leukämie.
Es sind, seitdem er im Sommer die Diagnose bekam, schon viele kleine und große Wunder geschehen. Die Blutung im Kopf, die lebensgefährlich war, konnte ganz herausgenommen werden. Er kann wieder sprechen und sich bewegen. Er ist zu Hause, aber die Werte schwanken. Wir beten darum, dass bei der nächsten Punktion keine Krebszellen mehr da sind. Danke für die Unterstützung. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Glauben wirklich belohnst, dass keine Krebszellen mehr da sind, dass wir dich darum bitten dürfen und dass du um diese Leukämie weißt. Und ich danke dir, dass du dieses Blut wieder in Ordnung bringst, dass dein Heilungsstrom durch jede Ader seines Leibes fließt. Danke, Jesus. Du bist der Herr und du bist der Heiler. Und wir vertrauen dir, dass du eingreifst, dass du die Lösung hast und dass du der Heiler bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Ich lag wegen Corona im Krankenhaus. Nur weil ich geimpft war, hat Gott mir ein zweites Leben geschenkt. Nun habe ich aber eine sehr, sehr schmerzhafte Nachwirkung. Eine Entzündung des Gewebes an den Unterschenkeln mit zum Teil Hautveränderungen. Ich bitte um Gebet, dass alles wieder in die göttliche Ordnung hineinkommt und ich wieder ohne Schmerzmittel laufen kann. Danke für euren Dienst und Gottes Segen für eure Arbeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die an Corona erkrankt war und jetzt diese Nachwirkungen hat. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du alle Muskeln und Sehnen und alles, was da in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder in Ordnung bringst. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft. Danke, dass du der Wiederherstellende bist in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du der Sieger bist und der Herr bist über jeden Virus. Und ich möchte auch für all die anderen beten, die Corona erkrankt sind oder auch Nachwirkungen haben. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du bei jeder Person bist, die mit Corona infiziert wurde. Danke, dass du der Herr bist und dass du stärker bist wie jeder Virus, dass dir jeder Virus untertan ist. Und ich danke dir, dass du diese Menschen berührst, dass sie wirklich wieder aufgerichtet sind und dass dieser Virus keine Macht hat und verschwindet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihre Schwiegermutter um Gebet. Hallo, meine Schwiegermutter hat gestern die Verdachtsdiagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen. Der ganze Bauch ist voller vergrößerter Lymphe. Sie muss ins Krankenhaus zur genauen Diagnostik. Bitte betet mit uns, dass es kein Krebs ist. Vielen Dank euch. Liebe Grüße. Ja, das tun wir gerne. Herr Jesus, danke. Danke, dass wir beten und bitten dürfen für diese Herr, Mutter, Schwiegermutter. Ich danke dir dafür, Herr, dass du das Wunder tust, Herr, dass die Diagnose wirklich so gut ausgeht, Herr, dass es kein Krebs ist. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, schenk auch die Lösung, schenk die Heilung, Herr. Danke, Herr, dass diese ganzen Lymphen sich zurückbilden, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass wieder der ganze Körper den göttlichen Schöpfungszustand annimmt. In Jesu Namen bitten wir dich, Vater im Himmel. Amen. Amen. Eine verzweifelte Mutter schreibt uns Folgendes. Unser Sohn befindet sich in einer Depression und wurde 7 Wochen in der Klinik behandelt. Mein Mann hat sich nie um seine Kinder gekümmert und hat sie leider oft gedemütigt und mich als Mutter schlecht behandelt. Unser Sohn hat nie eine positive Vaterzuwendung erfahren. Bitte betet dafür, dass er wieder Heilung bei Gott findet, arbeitsfähig wird und er wieder eine neue Stelle findet, an der er nette Kollegen hat, die ihn schätzen und annehmen, so wie er ist. Danke für eure Gebete. Ich bin sehr verzweifelt. Oh ja, Herr, komm mitten in diese Situation hinein. Herr, danke. Herr, auch in diesen Sohn, Herr, der kein Vater hat, wie ein Vater sein sollte. Herr, lass ihn erkennen, dass du der himmlische Vater,
dass du der richtige Vater bist mit all dem, was von einem Vater an Liebe und Zuneigung zu erwarten ist. Lass ihn wirklich Trost finden. Lass ihn auch wirklich vergeben können, ob all dem, was sein Vater versäumt hat, richtig zu tun. Ich danke dir dafür. Herr, komm mit deinem Frieden in dieses Leben hinein. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du Neues schaffst und dass er wirklich auch das Alte hinter sich lassen kann und sich freuen kann, dass ein Vater im Himmel hat. Lass ihn diese Erfahrung erleben. Und Herr, begegne auch dieser Mutter, Herr, die so viel, Herr, gesehen hat und Schmerzen erlitten hat mit dieser Beziehung. Ich danke dir dafür. Und Herr, wir bitten auch für diesen Vater, Herr, der komplett seine Position missverstanden hat und bestimmt auch selbst, Herr, irgendwelche Verletzungen hat, die er weitergibt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Erbarmen hast, dass du auch für ihn Vergebung hast und lass ihn wirklich erkennen, Herr, ob all der Fehler, aber lass ihn erkennen, dass er umzudrehen hat, dass es auch ihn zerstört, wenn er so weitermacht. Danke, Herr. Herr, begegne dieser ganzen Familie. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Eingreifen und so auch eine Mutter, die uns hier schreibt. Ich hatte um Gebetsunterstützung für meine Tochter gebeten. Sie war in großer Not. Nach schweren Lebensjahren hatte sie ein duales Studium weit weg von zu Hause begonnen. Es war genau das Richtige. Sie war sehr intensiv am Lernen und Studieren. Jetzt sollten die Abschlussprüfungen kommen und sie konnte rein gar nichts mehr aufnehmen. Sie war blockiert und ohne jede Motivation. Nicht lange nach meinem Anruf bei Ihnen wendete sich das Blatt. Sie musste eine Unmenge von Stoff nachholen, aber sie hatte plötzlich wieder Kraft und Hoffnung. Gott hat die Situation verändert. Wir sind sehr dankbar. Und sie schreibt noch weiter. Die Möglichkeit, in der Not bei Ihnen anrufen zu können, ist ein großer Segen. Auch lese ich in Ihrem Magazin immer zuerst die Gebetserhörungen. Sie bauen mich auf und ich freue mich darüber. Ja, wenn wir unsere Geschichte erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, das ermutigt andere. Und das sollten wir auch tun. Schmerzen verschwunden, schreibt diese Frau. Circa ein Jahr lang hatte ich beim Brustschwimmen Schmerzen am linken Knie. Es wurde für mich gebetet und ich habe auch selbst gebetet. Ich ging ins Schwimmbad und versuchte ganz vorsichtig einen Schwimmzug. Mein Knie tat nicht mehr weh. Ich schwamm weiter und hatte keine Schmerzen mehr. Lob und Dank. Danke, Jesus, dass du mich geheilt hast und danke euch für das Gebet. Und aus Österreich erreichte uns diese Gebetserhörung. Herzlichen Dank für das Gebet. Über ein Dreivierteljahr hatte ich im linken Unterschenkel eine Thrombose. Nach Gebet löste sie sich nur ein wenig auf. Der Arzt meinte, jetzt bleibe sie mir. Dann bat ich noch einmal um Gebet. Und bei der nächsten Untersuchung war die Thrombose nicht mehr zu finden. Sie hat sich aufgelöst. Ich danke euch allen sehr herzlich für die Gebetsunterstützung. Und Gott erhört Gebet, wie das nächste Zeugnis uns zeigt. Am 30.06.2021 habe ich meine Stelle bei der Kreisverwaltung aufgegeben und war auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Ich wurde auf ihre Sendung Gebet für dich live aufmerksam und bat sie um Gebet. Seit 20.09.2021 habe ich wieder eine neue Stelle im öffentlichen Dienst. Gott hat so schnell die Gebete erhört und mich total gesegnet mit einem tollen Team, in dem ich große Wertschätzung erfahre. Der Herr ist so gut und allmächtig. Vielen Dank für Ihren kostbaren Dienst. Ja, Gott ist gut und er tut Wunder. Ja, er tut wirklich Wunder. Wie schön, immer diese Erlebnisgeschichten und Heilungen und Gebetserhörungen zu hören. Hast auch du eine? Lasse uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Du hast heute die Möglichkeit, einen Wendepunkt in deinem Leben zu erleben. Du sagst, was soll ich anders tun? Ich sag dir, wie ist deine Perspektive?
deine Perspektive, oh Herr, all das und all die Last und so weiter. Das ist bestimmt nicht verkehrt, wenn du so betest. Aber bete doch mal so, Herr, ich freue mich, ob dem, was du für mich bereit hast, lass es mich erkennen, lass es mich erleben, lass mich die Lösung erleben, von der Krankheit geheilt zu werden. Ich danke dir dafür, dass du die Heilung bist, dass ich es erleben darf. Bete mal in diese Richtung, wie Gott immer all deine Not aufzuzählen und all die Schwierigkeiten und all die Sorgen. Bete lösungsorientiert. Danke, Herr, dass du es tust. Ich sag dir, es wird dir Freude machen. Und du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, und wir freuen uns, dass wir auch wieder für dich am Sonntag da sind mit unserem Livestream aus der Christuskathedrale. Schalte ein über Livestream oder YouTube. Wir sind für dich da. Wir wünschen dir eine wunderbare Perspektive mit Jesus. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.